Für mich ist Maria eine sehr wichtige Person. Ich glaube an sie und ehre sie. Ich mag die Marienlieder und die Marienfeiertage. Deswegen bete ich jeden Tag den Rosenkranz, denn ohne sie gäbe es Jesus nicht. Maria, Mutter Gottes, das allein sagt für mich aus, sie ist eine Frau, die mit unendlicher Liebe, Geduld und Vertrauen den Weg ihres Sohnes Jesus begleitet hat, bis zum Tod. Mein Bild beschreibt Maria, die ihren Mantel ausbreitet. Sie beschützt unsere Kinder, sie beschützt unsere Stadt und sie beschützt die ganze Welt. Mir persönlich gibt dieses Bild viel Kraft für meine Familie und den Handarbeitskreis. Es ist mir wichtig, meine Liebe und meine Geduld und mein Vertrauen einbringen zu dürfen. Also mit Maria verbinde ich eine sehr mutige und starke Frau. Ich kenne viele Geschichten und Lieder und bete jeden Abend, gegrüßet seist du Maria. Außerdem habe ich sehr schöne Erinnerungen an den Marientag am 15. August, weil unsere Kirche Maria gewidmet ist und wir an diesem Tag immer zu meiner Oma Mittagessen gegangen sind. Wenn ich an Maria denke, überlege ich, was für eine Person sie gewesen sein muss. Voll von Güte, Reinheit, Gehorsam und tiefem Glauben. Ich wende mich gerne an sie in meinen Gebeten, weil ich mich verstanden fühle und ich ihre Nähe zu uns spüre. Und gleichzeitig ist sie ganz nah bei Gott. Vor mich ist sie eine Mediatorin zwischen mir und Gott. Ein Mensch wie wir alle, aber mit der Aufgabe und dem Zugeständnis, den Sohn Gott zu gebären. Marienverehrung ist heute weitgehend aus unserem religiösen Handeln verschwunden. Dankbar erinnert man sich deshalb an Zeiten, wo besonders der Monat Mai davon geprägt war. Der private Marienaltar auf einem Schemelchen in der Wohnung, ihr Bild geschmückt mit dem ersten Flieder, Maiandachten in der Kirche auch während der Woche, vor ihrer festlich geschmückten Statue, mit Liedern, die man oft noch auf dem Heimweg gesummt hat. Auch heute, wo dies alles nur Erinnerung ist und eine nüchterne Betrachtung Raum gegriffen hat, bitten und hoffen wir auf ihre Fürbitte bei Christus, um den Knoten unseres Lebens und Glaubens zu entfernen. Sei gegrüßt, Maria, du Licht der Meere des Sterns. Sei gegrüßt, o Jungfrau, die sich der Höchste erwählt. Sei gegrüßt, der Botschaft des Engels lautest du. Sei gegrüßt,
In mir werden viele Erinnerungen wach, wenn ich höre, was die Männer und Frauen gerade über Maria erzählt und bezeugt haben. Wer ist Maria für mich? Für mich ist Maria erst einmal eine Frau. Eine Frau, die die Welt anders wahrnimmt und anders in der Welt steht wie, ja, wie wir Männer. Vor 4 Jahren machte mich ein Kollege auf ein Marienbild aufmerksam, wie ich es vorher noch nicht kannte. In Augsburg hängt ein Bild, das Maria als Knotenlöserin zeigt. Dieses Motiv hat mich in den Bann geschlagen. Maria schaut mit einem ganz besonderen Blick auf ein verknuddeltes, verknotetes Band, das sie in den Händen hält. Offenbar entwirrt sie die Knoten, denn in ihrer rechten Hand hängt dann ein glattes Band herunter. Das Ende des Bandes, der Verwirrung, ist noch nicht ganz sichtbar. Es ist in einem dicken Knäuel verborgen. Es wird ihr von einem Engel mit erwartungsvollem, vertrauensvollem Blick gereicht. Die innere Ruhe, die liebevolle Aufmerksamkeit hat es mir angetan. Maria ist ganz da, ganz bei der Sache, ganz bei sich. Und löst einen Knoten, entwirrt eine Verwirrung nach der anderen. Wer einmal versucht hat, eine verdrillte Schnur wieder zu entwirren, der weiß, es geht nur mit viel Geduld und voller Aufmerksamkeit. Mal schnell vor dem Essen oder zwischen 2 Terminen geht da gar nichts. Geduld und ganz dabei sein ist gefragt. Von einem Eroberer, von Alexander dem Großen, wird die Geschichte erzählt, wie er mit Problemen, Herausforderungen und Aufgaben umgegangen ist. Er nahm sein Schwert und hieb den gordischen Knoten in zwei. Mit Gewalt und einer scharfen Waffe löste er sein Problem. Er hatte Erfolg. Aber um was für einen Preis? Gewalt und rücksichtslose Machtausübung lösen Gegengewalt aus, immer. Maria auf dem Augsburger Bild löst die Knoten anders. Vielleicht typisch weiblich? Mit Hingabe, mit Aufmerksamkeit, mit Ruhe, mit Gelassenheit. Sie lugt in keine Kamera und prüft, ob sie auch gesehen wird. Sie wendet sich ganz der Sache der Lösung des Problems zu. Ich denke dabei auch an meine eigenen Verwirrungen und Knoten in meinem Leben, nicht nur dem Wirrwarr in mancher Schublade. In St. Otto gibt es einen Kreis von Frauen, die sich ganz praktisch mit Verstrickungen, mit Stricken, mit Fäden befassen. Der Hinweis auf dieses Treffen am Dienstagnachmittag gehört einfach in diesen Videoclip hinein. Aus Fäden und Wollknäueln entsteht mit Geduld und Fingerfertigkeit etwas Neues. Ein Schal, eine Socke, ein Pullover oder ein Kinderschuh. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass aus den Verknotungen und Verwirrungen in dieser Zeit ein klares Band, ein roter Faden oder etwas Neues entsteht. Leben, das ganz neue Schritte möglich macht. Noch ein anderer Hinweis auf die gar nicht so liebliche, ungefährliche Maria. Das Magnificat. Das Lied, das Maria betet, als sie ihrer Cousine Elisabeth begegnet, wurde von der Militärdiktatur Argentiniens verboten. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Das war den Militärs denn doch zu revolutionär. Da haben Diktatoren die Worte der Bibel ernster genommen als mancher von uns braven Christen. Aufmerksame, liebevolle Zuwendung ist dann wohl doch eine Lebensweise, die Folgen hat. Sie kann verändern und revolutionären Wandel auslösen oder unterstützen. Vielleicht ist auch das ein tieferer Grund, warum Jorge Mario Bergoglio dieses Augsburger Bild vor über 30 Jahren in die Hauptstadt Argentiniens nach Buenos Aires brachte und es dort bekannt machte. Herr Jesus Christus, wir erflehen deine Hilfe und bitten dich auf die Fürsprache deiner Mutter. Löse die Knoten unserer kleineren und größeren körperlichen Beschwerden und Krankheiten. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Löse die Knoten unserer geistigen Konflikte, unserer Ängste und Beklemmungen, der Ablehnung von uns selbst und unserer Wirklichkeit. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Löse die Knoten im Umgang mit unseren Nächsten, bei Verurteilung, Verachtung und Kritik und wenn wir überheblich, hochmütig und beleidigend sind. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Löse die Knoten unserer Sorge um die Zukunft der Kinder und jungen Menschen. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Löse die Knoten in unserem Alltag, wenn es uns schwerfällt, unsere Arbeit zu bewältigen und Stress und Ausgelaugtsein uns plagen. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Löse die Knoten bei den Konflikten und Spannungen in unserer Kirche. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Löse die Knoten innerhalb der christlichen Kirchen und gib uns Einheit untereinander und Toleranz. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Löse die Knoten unseres Herzens, damit wir uneigennützig lieben können. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Steh den Entscheidungsträgern unserer Gesellschaft bei, dass sie im Dilemma ihrer Entscheidungen die Ruhe bewahren. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. In dieser Zeit denken wir besonders an die Menschen in den Krisengebieten, Slums und Favelas unserer Welt. Steh ihnen bei in den unsäglichen Verkettungen ihrer vielfältigen Probleme. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Maria, hilf uns beim Lösen der Knoten. Maria, Knotenlöserin, bitte für uns bei deinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.